So, meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together Supreme Commander Forged Alliance. So, wir spielen diesmal 4 gegen 4 auf der Map Dual Gap Arsch. Ach, scheiße. Zumindest auf der Map. Und mit dabei in meinem Team ist der Sebastian. Hallo. Nils. Hallo. Tim. Hi. Und meine Wenigkeit. Im anderen Team sind halt die anderen. Im anderen Team sind ganz einfach Nisa, Mike, Daniel und der Simon. Und dann starten wir jetzt mal. Leider nicht in Pink. Und ich habe Öhrchen. Was hast du? Ich habe Öhrchen auf dem Kopf, weil mir so kalt ist. Okay. Ja. Ich hoffe, dass man dich echt gut versteht. Vom Sound her. Warum sollte man mich nicht verstehen? Warum hängt's jetzt? Warum? Warum jetzt? Slackt. Leckt nicht mehr. Slackt. Also ich werde eh dasselbe machen wie das letzte Mal. Nur besser. Ja. Also ich versuche es wieder genauso zu spielen wie eigentlich sonst auch. Mike wird die Map jetzt, so hat er es erklärt, ja, hat er gesagt, die brauchst du eigentlich gar nicht auf der Gans spielen. Das brauchst du eigentlich nicht. Vielleicht hat er recht. Was hat er gesagt? Du brauchst die nicht? Die brauchst diese Map auf nicht auf Tech 1 spielen. Aha, du brauchst nicht auf Tech 1 spielen. Weißt du, was das heißt? Dass er direkt auftecken wird, wahrscheinlich. Ja, vielleicht könnt ihr da mit Bombern irgendwie was machen, um ihn zu überraschen. Ah, Early Bomber. Ich komme mir vor wie diese ganzen Idioten gerade, die ja meinen, man muss so viel reden, wenn man aufnimmt. Ach, hör doch einfach, spiel doch einfach ganz normal. Ja, okay, ich halt die Fresse. Mach dich da doch jetzt gar keinen Stress gerade. Nein, weißt du, was mich gerade aufregt? Die Tatsache, dass ich jetzt nicht die Kommentare gelesen habe und dass mir keiner sagen konnte, weil ich jetzt die letzte Aufnahme falsch gemacht habe. Weil wir jetzt gerade, haben wir nämlich das Video veröffentlicht, ja, wo Atich das erste Mal mit Facecam bei Supreme Commander zu sehen ist. Da ist natürlich aus meiner Sicht eine ganz interessante Frage. Wie findet ihr das generell? Dass jetzt ihr nicht mehr seht, wie ich spiele, sondern wie Atiche spielt. Ja, weil der Tim kommt mit der Kritik nicht mehr klar. Weißt du noch, Nugget, ey, der hat dich schon mal so fertig gemacht. Hä? Nugget. Also ich kam damit immer gut klar. Ja, yeah, das sagst du jetzt. Ich habe mich verbessert vom Spiel her. Mein Rating ist nach oben gegangen. Aber ich bin gerade der Beste. Ja, noch. Ey, du hast so drauf, Nils. Nee, Spaß. Okay, hä? Wir machen wieder die üblichen... Seit wann? Das ist jetzt eine andere Map-Partie. Da müsstet ihr hin und vor allem diese Dinger aufsammeln. Oh, scheiße. Okay, ich bin unterwegs. Oh mein Gott, ich muss ganz, ganz viel Strom gleich mal bauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hoffe, hört man das Klatschen in-game? Also, ja, natürlich hört man das. Alles, also, was du hörst, hört man auch. Scheiße. Bitte hört auf zu klatschen. Ich streame nicht so, dass sie es gar nicht hören können, was ich gerade sage. Oh, es nervt. Oh, bau doch mal schneller, mein Kind. So, ich scoute erstmal. Oh Gott, ist mir gerade heiß. Ich versuche mal die Mike-Taktik, die er da gewählt hat, aber dazu muss ich auf jeden Fall mehr sehen. Ah, hier sind aber jetzt weniger Massepunkte, ne? Bisschen weniger. Ja, also in der Base sind weniger Massepunkte, aber überall verteilt sind mehr als genug. Ich brauche unbedingt mehr Masse. Nee, so überall Masse. Genau, dass ihr scoutet, wäre sehr wichtig. Ich habe meinen ersten Scout fertig. Super, Nils. Alle Männer wollen wie du sein, alle Frauen wollen mit dir sein.
Ich gehe auch mal direkt auf Tech 2. Versuch das zumindest. Ich kann nicht versprechen, dass das irgendwas bringt. Ah, der Simon scoutet aus, sehe ich gerade, aber ich kann auch krasser vergessen. Scheiß. Der Abfall. Was? Hat jemand von euch Strom zufällig? Jo, mehr als genug. Danke. Bitte. Glück. Auf. La 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 la. Wer ist denn der Weiße? Der Weiße ist Nisan. Also ich habe meine Fabrik auf Tech 2 hier in der Mitte. Das ging ja schnell. Das geht halt auch schnell. Du hast hier halt Endless Summer. Ich brauche gleich Strom, weil ich aufdecken werde, mein Commander. Gleich. Also sie haben mich jetzt hier schon in der Mitte auch gescoutet. Naja, ist anscheinend doch nicht so schlimm. So. Wie nerv ich denn jetzt? Daniel hat da Strom. Mike hat sehr, sehr viel Masse. Bitte? Mike hat sich hier sehr viel Masse genommen, ja. Ich brauche unbedingt mehr Strom. Hört ihr auch Bomber? Das bist du. Cool. Aber dass du dir so viel Masse hier auch von vorne nimmst, die ich eigentlich haben brauche. Hä, nimm sie doch, ich gib sie dir. Du bist so eine Bitch. Hier, ich hab sie dir gegibt. Ach, scheiße. Ach, shit. Verdammt, es ging nicht. Okay, Mike produziert viel Tech 1, das heißt, dagegen muss ich wirken, auf jeden Fall. Ich baue mir hier ein bisschen Verteidigung hin, dann habe ich hier ein bisschen Ruhe, falls er kommen Versuch sollte. Versuch den Simon zu überraschen, ich habe jetzt schon 9 Attack-Bomber. Sehr schön. Mach das, ich bin für jede Geh Überraschung. Geh auf seinen Strom, ja? Alles, was er macht. Strom soll ich gehen, ja. Ich sag's dein Commander einfach. Nein, geh auf seinen Strom, weil das verwirrt ihn. Den Commander ihn kriegst dann. Du nicht damit tot, aber ja. Den Strom von ihm, damit nervst du. Das finde ich gut, Nils. Sehr schön.
Genau, mach praktisch die Wirtschaft von ihm kaputt. Aber du siehst ja, er hat Luftverteidigung gebaut, unten am Rand. Genau, du musst aufpassen, wie was du machst. Ja, da lass ich die Abfangjäger besser hinten, dann tue ich nur die Attack-Bomber da hinschicken. Sehr schön, Nils, was du machst. Greift Nils gerade an? Ja. Bringt das was? Nils, du musst angreifen, die sind stehen geblieben. Ja. Mach was. Ich schau mir das Spiel mal an. Nils, beweg deine Bombe! Ja, mach ich doch. Okay. Mach ich doch, aber irgendwie wollen die nicht. Scheiße. Ey, bestimmt irgend so ein Kack. Bomberbug wahrscheinlich. Egal. Okay, Abbruch, Nils. Abbruch. Ja, jetzt ist zu spät. Für einen Anbruch. Aber Anbruch. Dann verliert er die nicht. Da wäre ich lieber jetzt auf Daniel gegangen, der komplett ohne Verteidigung da steht. Ja, aber die Bomber bringen doch nichts. Er soll lieber auf seine Masse und Strom und sowas gehen. Ja. Ich habe Tech 2 Bomber. Ich werde gleich mal ein bisschen nerven. Das heißt, ja, wenn ich mehr habe. Oh, ich bin manchmal echt dumm. Egal. Scheiß, Alter. Ich baue mal vorne mit einer Bodenfabrik, oder? Was denkst du, Tim? Weil ich habe viel Masse. Tim? Ja, kannst du ruhig machen. Aber ich wäre lieber dafür, weil wir wissen, dass Mike da steht. Dass sie mit aller... Das könnt ihr mal den Mike nochmal scouten? Der hat mittlerweile 6 Fabriken da stehen. Kannst du machen, Nils? Weil ich werde jetzt gerade mal... Ja, ich tue gerade mal ein Kommando auf Tech 2. Daniel ist im Wasser unterwegs, also... Jo. Ich kann euch empfehlen... Ich bin schon auf Tech 2 mit Wasser. Genau, die U-Boote von Simon, die brauchst du. Guck, scoutet da mal in der Mitte. Ihr könnt den Mike übelst nerven, glaube ich, mit dem, was ihr da habt. Da Luft, meinst du? Ja, klar. Mike ist gar nicht da vorne. Scheiße. Oh, Daniel hat schon ein Tech 2 Destroyer. Oh, ich hab Tech 2 U-Boote. Genau, haut da mal rein, Hatice. Habt ihr noch Tech 2 Luft? Nils, kannst du mal, hau mit dem Bomber mal lieber hier rein. Scheiße, hat nichts gebracht. Bei Mike. Das wird spannender. Scheiße. Mike spielt anders auf jeden Fall. Das Radar, die Einheiten, alles. Mike kommt mit Tech 3! Alter. 13 Minuten. Ja, das ist machbar bei der Map locker. Sehr, sehr leicht sogar, leider. Oh, mein scheiß Commander ist wieder hängen geblieben. Scheiß, der Tim braucht Hilfe. U-Boote bleiben hinten immer wieder hängen, ey. Meine Fresse. Ist die Map irgendwie buggy? Und ich meine nicht den Clown?
Sorry, da musste sein. Direkt Tech 3 ist schon heftig, muss ich sagen. Soll ich dir mehr Masse geben oder so? Nee, weiß ich nicht. Aber wir scouten die nicht richtig hinten. Und wieder bleibt das Ding hinten. Aber das ist doch kacke. Ich scoute jetzt mal. Ich hab schon richtig viel Abfangjäger jetzt. Das ist schön, Nils. Ich hab schon 66 Stück. Krass, ich hab nur 33. Ich bin jetzt auch 90. Auf Tech 3 am Boden. Sehr schön. Ich will gerade mal ganz schnell auf Tech 3 Luft gehen. Guck mal, wie schnell er hier schon Tech 3 hochzieht. Aber er macht so eine Mischung. Könnt ihr auf die Bots da vorne gehen, die da rumfliegen? Rumfahren? Ja. Die Tech 3 Bots? Habt ihr Gunships oder sowas? Ja. Und wieder bleibt das Ding hinten. Nils, ich brauche gleich Luft hier vorne. Ja, da, du hast es. Ja, reiß die Fabrik da ab. Das ist eine scheiß Stelle, Sebastian. Naja, die ist aber meine T2-Fabrik. Die reiß ich jetzt nicht ab. Ja, aber dann immer warten. Sie so einfach. Genau. Hier, ich schau gerade, was die anderen so machen. Ich muss hier die Luft von Simon, glaube ich, mir helfen runterzuholen. Nicht nur Simon. Alter. Epic Fight. Haben wir ein Problem oder ist alles gut? Sagst du es mir, Tim? Ich glaube, du hast ein Problem. Das ist V-Tech 1. Flieger hoch! Nils, Flieger hoch! Alter! Oh ja. Ey, schaffst du das, Tim? Das ist ja größtenteils Tech 1, das wir hier haben. Wichtig ist, dass der Weg nach hinten nicht frei ist. Das heißt, ihr konzentriert euch auf die Tech 3 Bots, die jetzt vorne sind. Ja. Geht ihr die Armee da oben alleine tot oder braucht ihr mich dafür? Ich bin alleine, aber ja, sehr, sehr schön, ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Funktioniert. Wenn der Mike es schafft, rennt er hinten rein. Ja, ich weiß, Tim, ich schaff das auch nicht allein. Ich hab... Nils, kein Tech 1 mehr produzieren? Ja. Scheiße, der hat da Anti-Air. Flieger hoch! Sieht gut aus, Freunde. Das haben wir hier gewonnen, das Battle in der Mitte. Lang lebe Micromanaging.
Okay, jetzt machen wir einen kleinen Gegenangriff. Oh, ich brauche mehr Anti-Air. Ich habe wieder zu wenig Anti-Air. Alter. Oh, das Stadion hat schon zu viel Land, Wasser, ey. Warte mal, ich baue... Oh, ich brauche eine dritte Fabrik, vierte Fabrik, die dann nur... Nils, kannst du Torpedojäger bauen? Ja, kann ich machen. Moment, dann muss ich noch schnell aufticken erstmal, die Fabrik. Eine Fabrik kann ich gleich schnell aufticken. Also. Okay. So, ich tick eben auf. Okay. Hier vorne ist sehr viel Masse. Das musst du unbedingt aufsammeln, Tim, und mir geben. Ich muss scouten, aber mit Tech 1 Scout komme ich da hinten nicht durch. Wie sieht's auf dem Wasser aus? Gibt's da Probleme? Ja, Daniel hat schon einiges. Wird schwierig. Also ihnen gehört auf jeden Fall gerade die Luft, oder? Ich weiß es nicht. Und Wasser auch. Scheiße, jetzt 20 Minuten schwimmen und steckt 3 Luft. Ich habe jetzt 4 Torpedobomber. Ja, helfen. Leider noch nicht mehr, ich habe noch Masseprobleme. Ah, oh, ich komme gerade. Also, nicht, ich glaube, dass der Mike auch bald auf eine Spinne gehen könnte. Daniel scheint sich zurückzuziehen, oder nicht? Ja. Greif schon mal an mit den Torpedobombern. Das wäre super. Aber pass auf, Lisa ist da mit Abfangjägern. Na, die machen das gerade schlau. Die lassen die alle ja, die ganze Zeit drüber kreisen. Oh, Nils, guck mal, hier sind sau viele Abfangjäger von dir. Wieso flieh? Ja, ich weiß. Okay. So, das Battle habe ich gerade schon mal verloren. Mist. Wir müssen bestimmt wieder Ding bauen. Das eine da halt. Wie heißt denn das? Atomabwehr. Ich könnte Folgendes machen, Freunde. Ich könnte mal wieder eine Spinne hochziehen. Ja. Bräuchte dafür aber wahrscheinlich Strom. Ja, Strom kann ich dir geben. Was ich brauche, ist gerade Masse. Jetzt habe ich hier voll Masse minus. Strom brauche ich jetzt. Habt ihr irgendwie Tech 3 Strom, was ihr mir übergeben könntet oder sowas? Ja. Ihr habt selbst erst 2 Tech 2 Strom. Boah, jetzt mal Tech 2 Strom, ja. Also ich meine den Generator. Also ich habe jetzt die. Soll ich sie jetzt übergeben? Tim! Wäre cool, ja. Danke. Oh, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Ja. Ich hätte meins gleich zu Ende bauen sollen. Wenn ihr irgendwie Free Masse habt, sagt Bescheid. Ich habe meine Masse gerade bei. Was kommt hier? Wo kommt was? Hey. Oh ne, er schießt mit seiner. Mike towert sich davor. Aber er weiß eh, dass ich gleich mit einer Spinne komme.
Jetzt müssen wir mal überlegen gerade, ob das jetzt ein Problem ist. Mit Daniel ist ein absolutes Problem gerade. Hier, denn, hau mal ganz explizit einige Boote davon kaputt, Nils. Du machst der Torpedobomber. Okay. Ja. Na, Tietje, es ist gut, dass du das oben gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. Tut eure Flieger hoch. Spinne ist bei 70%. I need Strom. Ach, der hat Schilder damit bei. Und dann macht die Schilde kaputt. Ja, da komme ich gar nicht ran. Spinne ist bei 80%. Spinne ist bei 90%. Nils, greif mal da unten die Luft an mit mir. 100% Spinne. Greif das mal mit mir zusammen an. Ich greif mit der Spinne an. Ich werde gesniped. Nein, bist du nicht. Aber es ist so langsam das Spiel gerade wieder, ey. Das ist nicht langsam. Einheiten. Achtung, da hinten kommt ein Snipe. Da kommt ein Snipe. Nee, das ist doch nur. Warte, da ist bestimmt auch Bomber dabei. Nee. Ja, weißt du. Nils, du musst mit allen da hinkommen. Ich kann nicht gegen zwei kämpfen. Ja, die fliegen halt nicht. Keine Ahnung, vielleicht klicke ich zu oft oder so. Mit Rechtsklick. Okay, wir haben ein Problem. Definitiv. Ich habe meine ganze Luft verloren. Satiche, du kümmerst dich jetzt rein um die Luft. Und, Nils, du musst dem Sebastian helfen. Baut von mir aus hier ins Wasser ein Tech-2-Torpedosystem oder sowas. Die dürfen nicht zu nah kommen. Bin ich schon dabei. Nils, gib mir mal deine Flieger, die gelben hier oben. Weil... Oder egal, lass lieber. Boah, die Schildbude sind stark, ey. Ja, ja. Freund, ich werde hier. Also, weißt du schon, du machst es schon. Ich brauche. Kann ja kaum was machen mit meinem Torpedobomber gegen die Schildboote. Könnte sein, dass wir hier ein Problem haben, weil die Spinne gleich stirbt. Scheiße, sie ist tot. Fuck. Ja, da ist Tech 3 Verteidigung, Mist. Na, aber guck mal, die Spinne hat sich aufgewertet. Warte, oh, flieh. Und wir gehen auf die Tech 3 Verteidigung jetzt hier mit unseren. Ja, nein, nein. Achtung, ich werde ge. Der hat einen scheiß Kreuzer da, den muss ich auch mal zerstören, ja. Okay, Tech. Macht ihr gerade super, Freunde. Super macht ihr das. Tech 3 Verteidigung ist weg. Ah, der Kreuz ist kaputt. Mein Gott, endlich. Oh. Du musst weg, raus aus dem Wasser. Ich weiß. Was hat denn da so ein Schild? Da, strategischer Bomber von Simon. Wo denn? Könnt ihr mal gucken, wie es weiterhin bei Mike aussieht, ob euch das lohnt, da reinzulaufen oder nicht?
Super, ich danke euch, ey. Ja, ich hätte viel früher eingreifen müssen. Was, oh, jetzt kommt der Depp. Könnt ihr jetzt kurz noch scouten? Ja, ich flieg doch gerade drüber, Tim. Und was war da? Ja, ich glaube, du kannst da rein. Du, okay, dann brauche ich nur Luftunterstützung, dann passt das schon. Nächste Spinne ist auch fertig. Top Game, was ihr gerade alle macht. Mike hat sich gerade umgebracht, hat die Niederlage erkannt. Ja. Gern geschehen. Oh, der hat einen Transporter hier, der Sack. Ach Gott, ey. Auf der Insel. Meine Jagdbomber sind ja saustark, ey. Okay, jetzt geht's gleich auf, oder was? Ja. Ey, schon wieder knallrot. Hey, das wird mal eine kurze Folge. Ja. Gut, vielleicht kann man das auch so, also wir lassen es als Folge. Ich will es auch gar nicht jetzt löschen oder so. Dann sagen, nee. Oder jetzt sagen, nee, nicht löschen, sondern sagen, wir hauen es nicht raus, weil jetzt alle sich hier selber umgebracht haben oder jetzt gerade dabei sind. Ich glaube, der Nisa ist der Letzte. Ja, aber die haben die Niederlage erkannt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Mittelpunkt hier die Hauptsache war, oder? Naja, Daniel hat verloren. Aber er hätte ja seine Einheit wieder Ich glaube, wir hatten auch die Luftüberlegenheit. Oder ich konsequent immer Torpedobomber gemacht habe jetzt. Wow, richtig. Jetzt weiß ich, warum ich da auch nie reinkommen kann mit Tag 1. Alter, ich habe jetzt über 30 Torpedobomber, ja. Ich gebe mir jetzt gerade noch zum Schluss den Nisa. Der rennt zu mir. Uff. Ich habe mit Ärschen gespielt. Sehr schön. Krass, krass gemacht, Leute. Jetzt kannst du auch noch auf Score die Punkte gleich angucken. Wo ist es bei dir? Kommt nicht. Ach, warte. Ganz kurz, sorry. Okay. Guck mal die Punktzahl an, gucken wir uns mal angucken zum Ende der Folge. Da sieht man ja auch öfters mal Unterschiede schon. Stamm. Ja, guck dir mal die Unterschiede an. Ich habe keine Ahnung, also ich habe extrem viel Masse gecarried, ja. Das Doppelte von dem, was Mike hatte an Masse. An Masse, Entschuldigung, gerade aufgestoßen. Wir haben Döner gegessen. Ich hätte jetzt gesagt, also ohne das jetzt zu blöd zu meinen, Leute, ja. Der Unterschied bin ich gerade. Weil sonst, guck dir mal die Punkte an. Die sind ziemlich ähnlich verteilt. Es gibt da jetzt. Ich habe den meisten Strom. Ja, es gibt da jetzt nicht so. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall eigentlich wieder Spaß gemacht. Eine kurze Folge finde ich auch gut. Muss man nicht lang rendern. Ja, Hatice macht die Verabschiedung. Mach's gut, Leute. Und. Ja, schreibt mal unter das Video drunter, wie ihr das findet, dass Hatice auch aufnimmt. Ja, ob ihr auch mal jemand anders sehen wollt, wieder alte Freunde. Okay, kann ich? Kannst. Ja. Mach's gut und bis dahin.